Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen heute eine Runde Killer. Und zwar Freddy. Den sollten einige von euch kennen, auch wenn die DVD noch nicht kennen. Aber Freddy Krüger ist bekannt. Und wenn ich das richtig gesehen habe in der Lobby, dann haben wir hier jemanden dabei mit einem Schlüssel. Jemandem mit einem Medikit. Und dann eventuell können die natürlich hier noch Sachen in den Kisten finden. So. Wir haben die erste Person am Boden. Ich glaube, es hatte aktuell eigentlich niemand eine Taschenlampe dabei. Guck mal, hier hinten hat es geknallt. Ich habe Pop Goes to Weasel dabei. Das heißt, wenn ich jemanden aufgehangen habe, habe ich... So, das ist die Meg mit dem Schlüssel übrigens. Die hat Balanced Landing, war das jetzt, glaube ich. Sie ist nämlich gesprungen. Und hatte danach eine Art Sprintboost. Zack! Die nächste liegt am Boden. Wir bringen sie auf den Hügel. Und danach machen wir mal die Palette kaputt. Ich glaube, da hinten war der Bill. Ja. Wir haben hier jemanden. Bill hat eine Taschenlampe. Okay, die Taschenlampe, die hat er gefunden. Die hatte er am Anfang nicht dabei. So. Bill, ich weiß jetzt nicht, ob das das wert war. Ich hänge dich auf jeden Fall einfach direkt hier wieder auf. So, das heißt, wir haben 3 von 4 Survivern direkt schon am Haken gehabt. Und was das jetzt macht, ich portiere mich jetzt mal hier rüber. Okay, hier ist niemand. Und ich guck mal, welcher Gen... Okay, ich bin jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich guck mal, welcher Gen vielleicht schon ein bisschen läuft, wo ich jetzt mein... das hat sie aber... Hat sie Glück gehabt, tatsächlich. So. Die Frage ist, soll ich sie direkt aufheben oder hat sie... Nee, sie kann keinen Decisive Strike haben. Ich habe nichts gesagt. Ich habe immer ein bisschen Respekt davor, Survivor relativ zügig wieder aufzuhängen. Weil es gibt ein Talent für Survivor, dann können die sich befreien aus deinem Griff. Oh, hier ist jemand gerannt. Hier, da. Oh, die Fang, die hatten wir noch gar nicht. Das ist sehr gut. Krieg jetzt hier mal einen mit. Ich verschwende so ein bisschen mein Pop Goes to Weasel. Sie geht hier außen rum. Hinten läuft die weiße Mac. Das ist die Mac mit dem Schlüssel übrigens. Es wäre schön, wenn wir die Mac aus dem Spiel bekommen. So. Und dann haben wir Nummer 4. Also ich müsste, wie gesagt, eigentlich mein Pop Goes to Weasel mal ein bisschen nutzen. Ich gucke gar nicht so richtig nach den Generatoren. Bill, ist das dein Ernst? Sorry. Okay, jetzt fangen sie an, ein bisschen zu trollen. Also die hängen halt direkt hinter mir ab. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe das Spiel ganz gut im Griff. Ich muss aber sagen, so läuft es halt wirklich nicht immer. Ich weiß nicht, wieso, aber es... Okay, das war blöd von mir. Es läuft ja gerade sehr gut für mich. Das dürft ihr bitte nicht als Standard nehmen. Ich weiß selbst nicht, was hier gerade los ist. Ich habe auch wirklich eine ganze Weile schon kein Killer mehr gespielt. Ja, aber es ist... Irgendwie läuft es gerade und ich möchte mich nicht beklagen. Jetzt nehmen wir ja auch die Palette aus dem Spiel. Hier ist irgendjemand Verletztes. Also ich muss halt sagen...
die Runde, es ist jetzt, der Bill könnte hier sein und eventuell blenden. Ich mache mir mal gefasst darauf. Nee, okay. Ich weiß nicht, es sind fast doch alle tot am Haken, oder? Also, ich weiß nicht, ob die Mac, hier ist wieder jemand, ob die Mac ihren Schlüssel gebrauchen kann heute. Eigentlich könnte ich ihn auch grabbeln, quasi. Also direkt. Ich hau sie auch nochmal um. Oh Mann, was ist das für eine Runde? Das ist doch nicht, wie es sein soll. Ich habe doch kaum Jagden und nichts. Und ich lasse die Fang mal liegen. Oh, ich kann Popcorn sowieso nutzen. Gut, ist die Mac in Weiß. Die holen wir uns jetzt mal. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen aufgegeben. Es ist halt wirklich, man muss halt sagen, ich nehme die Palette mal weg. Ich spiele auch sehr ungern gegen einen Freddy, weil ein Freddy ist meiner Meinung nach ein sehr starker Killer. Das ist die nächste Palette. Dann nehme ich sie direkt weg. Freddy ist ein sehr starker Killer. Ich werde geteabaggt. Sie hat Balanced Landing. Das hatten wir erst schon gesehen. Aber ich bleibe jetzt mal an ihr dran. Dann haben wir so eine kleine Verfolgungsjagd. Dann kriegt ihr auch noch was zu sehen, außer... Okay, sie ist hier raus. Obwohl, ich gehe wieder hier zurück. Und ich... Nee, hier ist noch getreten. Sie ist wieder hier rum. Da hinten. Ich jag jetzt sie. Die anderen, vielleicht kriegen die anderen noch irgendwie einen Gen fertig. So, ich glaube, die Mac, die haben wir aus dem Spiel. Meine, sie hat zweimal gehangen. Oh, hier ist sogar der Keller. Es sind ein paar extra Punkte für uns. Oh, die nehmen wir mit. Ja. Okay, die Mac mit dem Schlüssel haben wir aus dem Spiel. Palette nehmen wir auch weg. Die Checkpalette, die ist nämlich immer... Ist die ernsthaft untergegangen? Holt die sich jetzt den Schlüssel? Die hat wirklich versucht, sich jetzt den Schlüssel zu holen. Nee. Den Schlüssel lassen wir jetzt. Jetzt haben wir noch den Bill drin. Oder? Nee. Die Fang. Die Bunny Fang, oder? Wen haben wir jetzt hier noch drin? Und da sie die letzte Überlebende ist, hat sie jetzt die Chance, die Luke zu finden. Oder ich finde sie. Wisst ihr, ich habe nicht einmal eine Fähigkeit genutzt, hier so Blutfallen hinzusetzen. Die Runde, die war... Wow. Das ging schnell. Das habe ich nicht erwartet. Und wenn sie jetzt die Luke findet, ist in Ordnung. Ich muss wirklich sagen, die hatten es nicht leicht. Da war ich schon mal. Wo ist die Luke? Oh. Ja. Ich schließe die Luke. Hier ist mein Nöt-Totem. Wollen wir sie rauslassen? Wollen wir die letzte rauslassen? Ich finde es wirklich ein bisschen... Ein bisschen tun sie mir ja leid, ne? Ich glaube, ich lasse sie gehen. Da hockt sie. Ich sehe sie durch Blutwächter. Ich lasse sie rauskriechen. Ich wollte ihr nur zeigen, dass ich Blutwächter dabei habe.
hier raus. Und dass ich sie halt einfach sehen konnte hinter ihrem Balken. Wow, was war das jetzt für eine Runde? Die war mega schnell vorbei. Für uns mega erfolgreich. Ich habe wirklich lange keinen Killer mehr gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gut läuft. Ja, was soll ich sagen? Das Matchmaking war in Ordnung. Wobei, Rang 9? Ich weiß gar nicht, wer das war. Wartet mal. Wer war Gagatushka? Die Mac. Das, okay. Frage ist jetzt nur, war das die Mac in Weiß? Ach so, wartet. Nein. Nee, es hatte doch jemand einen Schlüssel dabei. Doch. Ach klar, war das die Mac. Oh mein Gott. Ich bin... Huch. Das war die Mac, die den Schlüssel dabei hatte in Weiß. Ja. Erste Folge Killer auf meinem Kanal. Mal schauen, wie viele Folgen Killer noch kommen. Wie gesagt, ich spiele überhaupt nicht oft Killer. Ich habe auch nicht, noch nicht so viele Killer gespielt bisher. Aber wenn euch weitere Killer-Folgen interessieren, dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Dann lässt sich das bestimmt einrichten. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen restlichen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Dead by Daylight. Macht's gut. Tschüss.